Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, der Monat März ist schon wieder zur Hälfte vorbei und auch wenn ich es unglaublich finde, wie schnell die Zeit vergeht, freue ich mich diesmal richtig darüber. Einfach weil ja mit jedem Tag, der März ja weitergeht, oder das klang jetzt komisch, aber ihr wisst glaube ich, was ich meine, kommt der Frühling näher und wird stärker und es gab jetzt schon die ersten schönen Tage. Ich war sogar schon das erste Mal ohne Jacke draußen, nur mit Pulli. Und ja, ich finde das herrlich. Ich hasse den Winter. Ich bin froh, dass er bald vorbei ist und freue mich einfach nur, dass jetzt der Frühling kommt. Und ja, da der März jetzt schon zur Hälfte vorbei ist, soll es heute mein Currently Reading für diesen Monat geben. Ich lese aktuell 1, 2, 3, 4, 5 Bücher, wobei eigentlich lese ich nur 4, weil eins fange ich heute oder morgen erst an. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video sehen werdet, ja, lese ich es auf jeden Fall. Und ich denke, ich fange dann auch direkt mal an mit dem ersten Buch. Das ist von C.C. Hunter, Shadow Falls After Dark im Sternenlicht. Das ist der erste Teil des Spin-Offs von der Shadow Falls Camp-Reihe. Ja, inhaltlich will ich da gar nicht so viel zu sagen. Falls ihr Shadow Falls Camp noch nicht gelesen habt, da geht es auf jeden Fall um ein Camp, eine Art Schule für Menschen mit besonderen Fähigkeiten, für Hexen, Vampire, Gestaltwandler und so weiter und so fort. Und im Shadow Falls Camp geht es um Kylie, die ja, in dieses Camp gelangt, aber eigentlich noch gar keine Ahnung hat, was genau ihre besondere Gabe sein soll. Und sie hat das Gefühl, irgendwie nicht dazu zu gehören und findet im Laufe der Reihe halt immer mehr über sich selbst und ihre Gabe heraus. Das hier ist der erste Teil des Spin-Offs, wie gesagt. Hier geht es um Della, die wir in der Shadow Falls Camp-Reihe auch schon kennenlernen. Was genau passiert, erkläre ich euch jetzt aber nicht, falls ihr Shadow Falls Camp noch nicht gelesen habt. Ich will euch da auf keinen Fall spoilern. Ja, dieses Buch lese ich gerade mit der lieben Sophia von Sophias Book Planet zusammen. Wir haben halt auch die Shadow Falls Camp-Reihe komplett gemeinsam gelesen und dachten uns, wir machen das mit dem Spin-Off einfach so weiter. Und es gibt dazu dann auch wieder ein Reading With, wenn ich mit dem Buch durch bin, wo ich euch meine Meinung sage und ein paar von Sophias Fragen, die sie mir zu dem Buch gestellt hat, beantworte. Ich bin da aktuell auf Seite 420 von, ich weiß es gar nicht, 500, wo ist es denn jetzt? 558, das heißt, ich habe noch etwas über 100 Seiten vor mir. Ich werde versuchen, das heute zu beenden, spätestens morgen, aber eigentlich ist heute das Ziel, weil ich das die letzten 2-3 Tage auch ein bisschen vernachlässigt habe, das Buch zugunsten anderer Bücher. Bisher gefällt es mir ganz gut, kommt für mich aber noch nicht ganz an die Originalreihe dran. Es ist so ein bisschen, es dümpelt so ein bisschen vor sich hin, ist so ein bisschen sehr ruhig. Ich hoffe, dass da jetzt im letzten Abschnitt noch ein bisschen mehr Spannung kommt, weil zurzeit kommt mir das alles noch so vor wie so Vorgeplänkel, so bevor es dann richtig losgeht. Ich möchte aber, dass es in diesem Buch schon richtig losgeht und nicht erst im nächsten Buch. Und von daher hoffe ich, ja, dass da jetzt ordentlich noch irgendwie was kommt. Mit der lieben Jenny von Möhnchens Lesewelt lese ich aktuell Die Magie der Namen von Nicole Gostek. Ja, ich habe so ein paar Leserunden, wobei die meisten habe ich dann auch schon abgehakt. Dann kommt nur noch eine, dann bin ich mit den Leserunden, also das Buch muss ich noch anfangen, weil dann bin ich mit den Leserunden für diesen Monat auch schon durch. Ja, auf jeden Fall lesen wir dieses Buch gerade zusammen. Hier geht es um eine Welt, in der Menschen, ja, wenn sie geboren werden, erstmal nur eine Nummer kriegen bis zur Namenszeremonie, wo sie im ja, jugendlichen Alter, ich weiß gar nicht, wie alt genau die sind, auf jeden Fall kriegen sie da dann erst im Rahmen einer Zeremonie ihren Namen zugeteilt. Denn Namen sind in dieser Welt was ganz Besonderes. Ihnen wohnt eine Magie inne, die den Träger dann ja, mit besonderen Fähigkeiten ausstattet und auch verändert. Und je nachdem, welchen Namen man hat, hat man halt eine bestimmte Zukunft zu erwarten. Ergreift einen bestimmten Beruf, hat einen bestimmten Rang in der Gesellschaft. Und unser Protagonist ist am Anfang der Geschichte Junge Nummer 19 und bekommt einen Namen, von dem weder er noch irgendwer anders je was gehört hat. Und er hat keine Ahnung, was das für ihn bedeutet und macht sich so auf die Suche nach Antworten. Und ja, ich bin gespannt, was da letztendlich bei rauskommt. Aktuell bin ich auf Seite 161. Das Ganze hat um die 400 Seiten, glaube ich. Ja, 360 Seiten, das heißt noch, oh, nur noch 200 Seiten, das ist ja gar nicht mehr so viel. Naja, bisher gefällt es mir wirklich gut. Ich war sehr froh, dass diese Sache mit den Nummern schnell vorbei war, weil es total komisch ist, wenn man da von 10 verschiedenen Leuten liest und alle haben nur eine Nummer. Und dann entsteht bei mir nicht wirklich ein Bild im Kopf ohne Name irgendwie. Ich kann mir die Leute dann nicht so gut vorstellen, kann sie auch nicht auseinanderhalten. Von daher war ich sehr froh, dass ich das nach dem ersten oder zweiten Kapitel schon erledigt hatte und dann alle ihre Namen hatten.
Und ja, seitdem läuft es wirklich gut. Das Buch gefällt mir gut. Ist interessant. Ich finde die Welt auch ganz interessant und die Sache mit den Namen und welche Rolle das so spielt. Es gab jetzt gerade an der Stelle, wo ich bin, auch eine interessante Wendung, was unseren Protagonisten betrifft. Und ich bin sehr, sehr neugierig, wie das Ganze jetzt weitergeht und freue mich schon darauf, nachher da weiterzulesen. Dann habe ich ein Buch begonnen, was ich eigentlich schon im Februar lesen wollte, was ich aber leider nicht mehr geschafft habe. Und zwar ist das Unsterblich von Jens Lubberdi. Hier geht es um eine Zukunft. Aber wieso habe ich hier schon wieder Nagellack dran? Ne? Das kann es ja wohl nicht sein. Toll. Dauernd habe ich, weiß auch nicht, ich kratze da dauernd irgendwie mit meinen Nägeln drüber. Dann habe ich immer so Nagellackstriche auf meinen Büchern. Das regt mich richtig auf. Das ist schon das zweite Mal jetzt, dass mir das dieses Jahr passiert. Ah, auf jeden Fall geht es hier um eine Zukunft, in der Unsterblichkeit möglich ist. Und zwar durch sogenannte, wie heißen die denn, auf Virtual Reality Implantate. Dadurch können halt irgendwie Kopien von verstorbenen Menschen erzeugt werden und diese leben ewig weiter. Und dann verschwindet plötzlich die Kopie von Marlene Dietrich und unser Protagonist, wie heißt er nochmal, Benjamin, macht sich halt auf die Suche nach ihr und daraus entsteht ein mörderisches Katz-und-Maus-Spiel. Ich bin noch nicht sehr weit gekommen in dem Buch. Seite 27, Kapitel 2. Also echt noch nicht so weit. Ich habe es eigentlich bisher nur angelesen, kann also noch nicht so viel dazu sagen, außer dass ich mit dem Stil bisher so ein bisschen meine Probleme habe. Also es gelingt mir nicht, mich so wirklich reinfallen zu lassen. Irgendwie ist, weiß nicht, es nimmt mich noch nicht so ganz mit, aber wie gesagt, ich bin auch ganz am Anfang. Ich hoffe, das ändert sich noch und dass mir die Geschichte gefällt. Was liegt hier drin? Und ja, wenn ich das Buch dann irgendwann beendet haben sollte, wird es dazu auf jeden Fall eine Rezension geben. Dann habe ich jetzt vor 2 Tagen ganz, ganz, ganz spontan ein Buch begonnen, was nicht auf meiner Leseliste stand. Und zwar habe ich angefangen zu lesen Tote Mädchen lügen nicht von Jay Asher. Und zwar aus dem Grund, dass ab 31. März das Ganze bei Netflix als Serie zu sehen sein wird. Netflix hat das Ganze halt, ja, zu einer Serie verfilmt. Und ich dachte mir, gut, die Serie willst du auf jeden Fall sehen. Ich habe mir den Trailer dazu angeguckt und dachte, das sieht gut aus. Aber vorher muss ich unbedingt das Buch lesen, weil mein Problem ist, Buch lesen und dann Film gucken geht sehr gut, macht mir Spaß, aber umgekehrt funktioniert das bei mir nicht, weil sobald ich den Film gesehen habe oder die Serie gesehen habe, ja, habe ich kein Interesse mehr daran, das Buch zu lesen, beziehungsweise nicht so wirklich die Motivation, weil ich die Geschichte ja schon kenne und mir immer denke, es gibt ja auch so viele Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, wo ich die Geschichte noch nicht kenne. Und außerdem ist es dann einfach auch nicht mehr so spannend, wenn man weiß, wie das Ganze ausgeht. Bei Buch zu Film in der Reihenfolge ist es anders, weil dann ist es ja auch einfach interessant zu sehen, wie das Ganze umgesetzt wurde. Ja, von daher dachte ich mir, okay, ich muss das Buch jetzt auf jeden Fall lesen, weil sobald ich die Serie gesehen habe, rühre ich das nicht mehr an und dann versauert es hier und das wäre sehr, sehr schade. Und so habe ich angefangen vorgestern und bin mittlerweile auf Seite 173. Das Ganze hat nur etwa 300 Seiten, ich glaube sogar ein bisschen weniger. Ich glaube, ich habe jetzt noch so 100 Seiten bis zum Ende. Und hier geht es um Clay, der ja aus der Schule kommt und vor seiner Haustür ein Paket findet. Und in diesem Paket sind 7 Kassetten, besprochen von einem Mädchen aus seiner Schule, was sich vor kurzem das Leben genommen hat. Und auf diesen Kassetten erzählt sie praktisch ihre Geschichte und wie es so weit kommen konnte, dass sie schließlich Selbstmord begangen hat. Und jeder Abschnitt oder beziehungsweise jede Kassettenseite ist einer bestimmten Person gewidmet, die halt eine Rolle bei dem Ganzen gespielt hat. Und jede dieser Personen bekommt diese Kassetten halt zugeschickt. Was bedeutet, dass auch Clay irgendwie ja, eine Rolle in dem ganzen Gefüge gespielt hat. Und diese wird er jetzt nach und nach entdecken. Ja, ich finde das Buch bisher recht interessant. Es ist halt wirklich so aufgebaut, dass man die Geschichte innerhalb weniger Stunden erlebt. Man hat halt wirklich nur Clay, der diese Kassetten findet und die Kassetten anhört. Und dann wechselt sich das Buch immer ab zwischen dem, was auf den Kassetten gesprochen wird, sprich Hannah, dem Mädchen, was ihre Geschichte erzählt, und Clay und seine Gedanken und was er nebenbei tut. Und bisher finde ich das so ganz interessant. Gut gemacht auf jeden Fall. Ja, ich habe so ein bisschen Angst davor, wie es jetzt weitergeht und herauszufinden, was Clay seine Rolle bei dem Ganzen sein wird. Ich fiebere da auch echt mit ihm und zitter mit ihm beim Lesen. Es gefällt mir bisher wirklich gut und ja, ich bin echt gespannt, wie das Ganze jetzt ausgeht und dann natürlich, wie das Ganze in der Serie umgesetzt wird. Weil dadurch, dass Hannah ihre Geschichte hier erzählt, die aus vielen, vielen kleinen Einzelheiten besteht und aus vielen verschiedenen Situationen aus ihrem Leben, glaube ich, kann man da echt eine gute Serie draus machen, einfach dadurch, dass diese einzelnen Geschichten, denke ich mal, dann länger ausgeschlachtet werden. Also hier werden sie ja nur kurz erzählt von Hannah und ich kann mir vorstellen, in der Serie wird da wirklich so ein langer Handlungsstrang draus. Ich bin da auf jeden Fall sehr neugierig drauf
und freue mich dann schon nach dem Buch auch die Serie zu gucken. Dann wären wir auch schon beim letzten Buch angekommen. Das ist das Buch, was ich aktuell ja noch nicht angefangen habe, was ich aber heute oder spätestens morgen zu lesen anfangen möchte. Deswegen dachte ich euch, ich zeige euch das schon mal, weil wenn ihr dieses Video seht, habe ich es auf jeden Fall schon begonnen. Und zwar ist das Spiegel des Bösen von Björn, oh Gott, Springerum, was ist das eigentlich für ein Nachname? Sorry, aber der klingt voll lustig. Hier geht es um ein Hotel, ich muss mal kurz gucken, wie es heißt, das Grand Hotel Ravensfels. Und Sophie reist mit ihren Eltern dorthin, steigt in diesem Hotel ab und kaum ist sie da, passieren dort immer mehr merkwürdige Dinge. Wie steht's hier? Stockwerke lösen sich in Luft auf, Treppenhäuser ändern ihre Richtung, die Augen des alten Wandporträts folgen ihr und plötzlich verschwinden auch noch ihre Eltern. Und ja, das Hotel ist irgendwie total seltsam und gruselig und Sophie macht sich dann auf die Suche nach ihren Eltern und trifft dabei auf Max. Und sie versuchen halt, dem Geheimnis auf die Schliche zu kommen. Doch das Hotel spielt mit ihren tiefsten, verborgensten Ängsten. Und ja, zwischen Max und Sophie entwickeln sich zarte Gefühle. Doch irgendwie stimmt auch mit Max irgendwas nicht. Und Sophie hat das ungute Gefühl, dass das Ganze nicht gut ausgehen wird. Für mich klingt dieses Buch wirklich mega spannend. Ich finde so Hotel als Setting für eine Gruselgeschichte sowieso total cool, muss ich sagen. Da kann ich mir einiges vorstellen, was da drin passieren wird. Und ja, das Buch habe ich bei Lovely Books in einer Leserunde gewonnen. Das erste Mal, dass ich da gewonnen habe. Und ich habe mich echt wahnsinnig drüber gefreut. Zum einen, ja, klingt das Buch gut. Ich muss auch sagen, ich finde das Cover wahnsinnig genial gemacht irgendwie. Sieht in echt auch viel schöner aus, glaube ich, als in der Kamera. Und ha, das Buch ist signiert, was man jetzt auch gleich höher schlagen ließ. Und zwar so. Könnt ihr es lesen? Ja, finde ich total cool. Ich freue mich jetzt einfach da loszulegen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich heute oder morgen starte. Das Problem ist, ich habe ja noch nie bei Lovely Books in so einer Leserunde mitgemacht. Aber so wie ich das mitgekriegt habe, wird das Buch irgendwie in Abschnitte unterteilt, die man bis zu einem bestimmten Tag halt gelesen haben sollte. Bisher ist davon aber in der Leserunde noch nicht zu finden. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach also so starten soll und so weit lesen, wie ich Lust habe. Und wenn die Abschnitte bekannt gegeben wären, müsste ich aber immer zurückblättern, um zu gucken, bis wohin der Abschnitt ging, um dann meine Meinung dazu zu schreiben. Das ist so ein bisschen umständlich. Andererseits will ich aber auch nicht mehr warten, weil ich einfach wahnsinnig neugierig auf dieses Buch bin. Deshalb denke ich, warte ich wahrscheinlich bis morgen früh. Da ist Montag, da meldet sich der Autor vielleicht in der Leserunde ja dann nochmal zu Wort und dann werde ich wissen, ob es da Abschnitte gibt oder nicht und endlich anfangen können. Ja, ich bin da sehr neugierig drauf und ich habe überlegt, dazu ein Lesetagebuch zu machen. Ich dachte, das passt ganz gut, auch so im Rahmen der Leserunde und so. Und ja, ich freue mich da auf dieses Buch auf jeden Fall sehr. Das waren sie auch schon. Wir sind am Ende angelangt. Das waren die Bücher, die ich aktuell lese. Ich zeige sie euch nochmal auf einen Blick. Da hatten wir Shadow Falls, After Dark, Die Magie der Namen, Unsterblich, Tote Mädchen lügen nicht und Spiegel des Bösen, was ich jetzt anfangen werde. Eigentlich habe ich zu jedem ein Video geplant. Zum Shadow Falls gibt es das Reading With, zu Die Magie der Namen und Unsterblich wird es eine Rezension geben. Gut, Tote Mädchen lügen nicht. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, weil ich glaube, viele von euch haben das schon gelesen. Da könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob ihr euch dazu eine Rezension wünschen würdet. Oder ansonsten vielleicht hättet ihr Lust an so einem Buch-Serien-Vergleich, wenn die Serie dann kommt. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Und ja, zu Spiegel des Bösen wird es dann, wie gesagt, ein Lesetagebuch geben. Dann hätten wir diesen Monat auch mal wieder eins davon. Ja, ein Hörbuch höre ich aktuell nicht. Ja, im Moment ist das mit den Hörbüchern echt schwer, weil ich die eigentlich ja immer höre, wenn ich länger irgendwie unterwegs bin, sprich auf dem Weg zur Uni, auf dem Weg zur Arbeit, irgendwie so. Und zurzeit gab es da irgendwie nicht so viele Gelegenheiten, von daher, ja, bin ich da so ein bisschen hinterher, was das Hörbuchhören angeht, aber ich denke mal, im nächsten Monat sind die Semesterferien vorbei und dann wird sich das auch wieder ändern. Ich habe mir auch schon ein paar tolle Hörbücher rausgesucht, von daher, ja, freue ich mich da eigentlich auch drauf, wieder was zu hören. Mir fällt gerade ein, wir haben ja die Buchmesse noch dieses Jahr, diesen Monat, nicht dieses Jahr. Da fahre ich auch hin und da könnte ich vielleicht auf der Fahrt ein bisschen Hörbuch hören. Muss ich mal gucken, ich weiß es noch nicht genau. Ich überlege mir das aber auf jeden Fall. Ja, das sind die Bücher, die ich gerade lese und der März läuft bisher übrigens recht gut. Ich habe zu diesem Zeitpunkt 3 Bücher beendet. Heute ist der wie viel ist heute? Ich kann nicht mehr denken, der 12. 3 Bücher beendet und 2 werde ich wahrscheinlich heute noch beenden, wenn alles richtig gut läuft, weil heute Sonntag ist und ich nichts anderes zu tun habe.
Und von daher bin ich bisher ganz zufrieden. Das ist auf jeden Fall ein besserer Start als im Februar. Der Februar war schon ein sehr guter Lesemonat. Mal gucken, ob das so anhält und wie viel am Ende zusammenkommt. Ich habe ja noch ein paar Bücher auf meiner Liste. Aber insgesamt komme ich gut voran. Ja, erzählt mir doch gerne, welche Bücher euch im Moment begleiten, was ihr gerade lest. Und ja, wenn ihr eins dieser Bücher schon gelesen habt, huch, wie haben sie euch gefallen? Ich freue mich auf eure Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche, ganz viel Spaß beim Lesen und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!